Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. So, wir haben den Auftrag bekommen, wir sollen einen Schlängner, irgendwie einen Riesenwurm oder so suchen, der uns helfen soll, die Erde hier wieder sauber zu kriegen. Ich lasse die Felder jetzt auch erstmal Felder sollen, weil ich habe im Moment genug zu essen. Wir gehen hier so direkt auf den Weg dahin. Hoffen wir mal, dass wir unterwegs auch noch irgendwie... Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie viele Rätsel es gibt. Zwei haben wir gefunden. Ich versuche alle zu finden, das Problem ist echt, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Aber mal sehen, das werden wir schon sehen. Vielleicht sind sie auch gar nicht so schwer versteckt. Die beiden, die wir jetzt hatten, waren ja relativ einfach. Ich wünschte, man könnte ein bisschen länger rennen. Diese Ausdauerleiste ist doch schon sehr, sehr kurz. Oh, das werden wir sehen. Jetzt wird es auch Nacht. Gut, deswegen habe ich mein Bett auch mit. So, ins Wasser will ich jetzt ungern. Wer ist er denn? Will ich, glaube ich, mal gucken. Erstmal zu den Ratten hin. Es hieß ja, die Ratten geben einem Tipps. Quiek, lass die Katze aus dem Sack. Was macht? Machen Menschen hier draußen? Ihr sucht die Kurskugel, oder? Na gut, hier ist sie. Diese schöne Kugel hinter mir. Sobald ihr eure Hände auf sie legt, werdet ihr in Zukunft nach Belieben hierher springen können. Öffne deine Karte mit Pet und schon kannst du dich zu einer Kurskugel teleportieren, die du bereits berührt hast. Oder du kehrst direkt nach Hause zurück, wenn du willst. Die Insel ist größer, als man denkt. Vor allem zu Fuß. Die Kugeln sind der Schlüssel zum schnellen Reisen. Denk aber daran, jede neue Kurskugel zu berühren. Ah, also ein Portpunkt. Du fragst dich vielleicht, warum ich dir das erzähle? Alle Sattenratten auf dieser Insel sind so hilfreich. Von uns kannst du praktische Tipps erwarten. Ah, ist also ein Kurspunkt. Also ein Portpunkt. Immer wenn du eine Kurskugel findest, solltest du sie aktivieren, da du sonst nicht später zu ihr zurückspringen kannst. Ah, hier, diese Fußspuren. Alles klar. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesehen. Kann man sich also durch die Gegend porten. Da muss ich später auch unbedingt noch hin, da ist bestimmt was. Aber eins und dem anderen. So, was will die Ratte? Schlängel, Schlängel, Schlängel? Quiek, was will ein Dreckkäsehof wie du von mir? Quiek, du suchst nach jemanden, der Erde für dich reinigen kann? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas anstellen soll. Vielleicht weiß diese drecksessende Monster im Osten mehr. Wenn du es treffen willst, musst du nur schnell sein. Ich habe gesehen, wie vor kurzem eine Bande der Kinder Hargons mit fiesen Grinsen in ihren Gesichtern dahingelaufen ist. Ein neuer Ort wurde hinzugefügt. Oh, bevor ich es vergesse, hast du schon mit meinem lieben Kumpel hier gesprochen? Du solltest dir anhören, was er zu sagen hat. Wir Sattenratten haben praktische Hinweise für Abenteurer wie dich. Ihr wiederholt euch, ihr lieben Ratten. Okay, neuer Ort auf der Karte. Ich sehe die Karte. Achso, da. Diese Richtung also. Geht los, ehrlich gesagt. Ich lege mich einmal kurz schlafen. Wenn es schon geht. Weil es wird, glaube ich, gerade dunkel. Ja, meine ich doch. Sonst kommt mir gleich irgendwas in die Quere. Ich weiß nicht, ob der große Warzenschwein, ich glaube, Ork ist das, wenn das nach anderen Dragon-Quest-Spielen geht, böse oder gut ist. Aber vielleicht gibt es da ja was Brauchbares. Da will ich mich mal kurz gucken. Der ist gut, nicht gut. Au, 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 Junge, bleib ruhig, bleib ruhig. Gut, gut, gut. Okay. Vielleicht kriegen wir von dem ja irgendwas. Probieren kann man's. Au, 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 au. Ich sollte aufpassen, ich sollte aufpassen. Der haut gut zu, der Junge. Und auf jeden Fall nicht vor ihm stehen. Ich glaube, besiegbar ist er, aber es ist nicht so ganz einfach. Gut. Aber der gibt doch bestimmt was Besonderes. Das ist doch kein normaler Gegner. Da sollte man eben mal gucken. Ich hoffe doch, dass Malros nicht aus den Latschen kippt, ne? Au. Oh, der Gute hat schon gut Schaden abgekriegt, wenn ich das mal so sage, ne? Au. Na gut, ich auch. Also so schnell kommt man gar nicht weg, wie der da reinstammt. Wie schnell kommt man da echt nicht weg? Na, na, na. Nein. Ich kam nicht weg. Echt jetzt? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hey, Tani, wach auf. Hör auf mit dem Unsinn. Ja, wieso bin ich denn jetzt hier zu Hause? Oh man, warte mal. Nix essen, Mensch. Boah, hier war das, ne?
Zum Glück können wir uns jetzt porten. Ich habe ja zum Glück vorher die Kugel aktiviert. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wo ist er? Da. Das muss doch möglich sein. Ich muss lernen, besser auszuweichen. Das hat doch anfangs auch die ganze Zeit geklappt. Ich muss, glaube ich, rennen dabei, sonst wird das nichts. Okay. Ah, auf diesen Schlag kommst du echt nicht weg. Freunde, ich glaube, Malros kippt gleich aus den Latschen. Jetzt kommen auch noch eine Schnecke dazu. Ich glaub's halt nicht. Malros, kümmere dich mal um ihn. Ich muss mich um die da kümmern. Die kommt mir dazwischen. Das geht so nicht. Malros? Du sollst dich um den da kümmern, bist du mir. Alter, was zum Henker, Junge. Ist das auch noch K.O.? Ich glaub's halt nicht. Soll ich den jetzt alleine platt machen, oder wie? Das wird nicht einfach. Diesen Schlag kommst du nicht. So schnell kannst du nicht laufen. Nein! Jetzt reicht's. Jetzt reicht es. Malros, seh zu, dass du ausstehst. Ich brauch deine Hilfe. Ich will den Plot machen hier. Keine Chance bei dem Schlag. Keine Chance. Jetzt kommt die auch schon wieder dazu. Okay, vielleicht sollte ich warten, bis ich bessere Ausrüstung habe und etwas bessere Waffen machen kann oder so. Sonst wird das hier nichts. Ich hoffe ja, dass der Gute wieder aussteht. Ich weiß es mir nicht. Oh, echt jetzt? Diese dämliche Schnecke hier, du. Steh auf, Junge. Ich brauch deine Hilfe, Mensch. Schnarchen kannst du nur Nacht, Mensch. Auch doch nicht jetzt mitten im Kampf. Oh, mein Junge. Den musst du irgendwann mal wieder hochkommen. Ah, aber seine Leiste füllt sich wieder auf. Das ist gut. Das heißt, er steht wahrscheinlich gleich wieder auf. So, die wäre ich schon mal los. Komm, Junge, ich brauche deine Hilfe. Sonst wird das hier nichts. Aha. Mir geht das Essen aus, verdammt. Ja, er ist wieder da. Er ist wieder da. Den Zeug, was du kannst, mein Freund. Mach ihn platt. Der kippt doch gleich wieder aus den Lodgen. Der hält doch nichts aus, der Junge. Gut, ich auch nicht. Ah, der bleibt einen Moment stehen, bevor er zuhaut. Okay, das sollte ich mir vielleicht merken. Na! Ah. Schon wieder eine Snegge, ne? Schon wieder eine Snegge. Das ist schlimm mit dem Guten. Ja, ja. Aber geschafft, geschafft. Haben wir denn da gekriegt? 10 Kohlsamen. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Gut, dann gehen wir jetzt dahin, wo wir ordentlich hin wollten. Gar nicht so einfach, die Viecher. Aber geschafft, geschafft. So, was habe ich denn hier? So in diese Richtung, ne? Ehrlich gesagt, würde ich gerne diese Zäune hier mitnehmen. Wer weiß, wofür ich... Weil ich kann ja selber noch keine herstellen. Ich weiß nicht, ob man das Rezept selber noch lernt. Bist du denn? Die Stufe von Tati und Malros erhöhen sich. Sehr schön. Hätte ich eben beim Boss gebrauchen können. Malros wird stärker und Tati erreicht Stufe 4. Gut. Was? Hey, Tati. Diese ganzen Monster zu besiegen hat mich mal wieder stärker gemacht. Ich spüre, wie die Kraft durch meine Adern fließt. Aber du wirkst nicht wirklich kräftiger. So langsam mache ich mir Sorgen um dich. Damit ist es beschlossen. Ich muss mir einfach nur einen Kniff ausdenken, den sogar ein Schwächling nutzen kann.
Ah, wie wär's damit? Sammle deine gesamte Kraft in deinem Schwert ab. Genau so, du bist besser als ich dachte. Und jetzt lass alles mit einem richtigen, kräftigen Hieb frei. Häng dich richtig rein. Haha, du hast es geschafft. Gar nicht übel, Taddy. Sogar für dich. Denk dran, halt einfach Dreieck gedrückt, um Kraft aufzubauen. Dann kannst du loslassen, um einen heftigen Wirbelangriff durchzuführen. Das ist im nächsten Kampf sicher nützlich. Taddy lernt eine neue Fähigkeit. Wirbelschlitzer. Erinnert mich ein bisschen an Zelda, ne? Und eine neue Anleitung gibt's auch. Steinaxt. Ein primitives Beil mit einem aus Stein gehauenen Kopf. Kann nur vom Malross verwendet werden. Okay? Will doch nur die Zäune. Was ist denn das für ein Viech? Wer geht er mir auf den Säkel? Bitte. Ah, aber er hat Kohlsamen. Er hat Kohlsamen. Sehr schön. Holz kann er ja auch immer gebrauchen. Scheiß auf die Bäume hier. Nieder mit der Natur. Wir brauchen Baumaterial. Oh, da ist schon wieder so einer. Okay, ich gehe mal weiter. Wir gehen mal weiter. So. Bäume und so, da kann ich auch bei mir sammeln, wenn ich sie brauche. Okay, da in die Hülle muss ich vorrein, wie es aussieht. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich will nur mal kurz gucken, ob hier irgendwo was drauf ist. Und manchmal... Gut, da steht zum Beispiel eine Truhe. Findet man hier ja was. Was haben wir denn hier drin? Mal sehen. Was ist das? Steinschwert. Das habe ich doch schon, Mensch. Das habe ich doch schon. Was kann ich dieser Bibi geben? Besser als ihr Zypressenstock. Ist da oben was drauf? Nee, ne? Oder? Nö. Boah, ist nichts drauf. Gut. Ich weiß auch nicht, ob hier oben was auf den Bergen ist. Ich meine, guck mal, da steht ein Schild. Da kann man ja nicht mal gucken, ne? Einmal kurz zum Schild hingucken. Dann geben wir die Hülle. Kann ich aber auch nicht kaputt hauen, ne? Doch. Geht. Gut. Will ich jetzt aber nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Einmal kurz gucken. Mögen die weißen Blumen dieses Paktes diesem Land Frieden schenken. Ein Frieden, der am fernen Horizont liegt. Okay, da vermute ich mal, das wird später wichtig im Laufe der Story. Da kommen wir jetzt gar nicht hin. Nichts überstürzen, du erleidest Schaden. Ja, ja, wissen wir. So war es auch nicht geplant. Ich wollte eigentlich Stück für Stück runter. Gut. Geh erstmal in die Höhle. Geh erstmal da rein, wo wir rein sollen. Hey, Taddy, was glaubst du, was da vor sich geht? Endlich haben wir dich gefunden, du rückgratloser Wurm. Wir haben gehört, dass du saubere Erde produzierst. Und du weißt doch, was die Strafe fürs Produzieren von Dingen ist. Ich hab nichts falsch gemacht. Es ist nicht mein Fehler, dass die Erde sauber wieder rauskommt, als sie reingeht, oder? Wenn du wirklich an unsere Sache glaubst, dann würdest du sofort zerstören, was du produzierst. Aber das tust du nicht, deshalb musst du jetzt bestraft werden. Was glaubt ihr, was ihr hier los ist? Menschen, fühlt ihr nicht, dass wir hier arbeiten und gegen Aufständige vorgehen? Fühlt nicht nur einfach rum, helft uns. Sei denn, ihr wollt euch den Kindern Hagonf wieder fäpfen. Dann erledigen wir euch eben auch. Oh Mist, ihr müsst mir helfen, Menschen, bitte! Sieht aus, als müssen wir uns für eine Seite entscheiden, Taddy. Was denkst du, schließen wir uns dem Monster an oder eher dem Monster? Dass ihr überhaupt darüber nachdenken müsst, beweist schon, dass ihr keine frommen Knochen in euch tragt. Die Kinder haben uns dulden solche treulosen Anhänger nicht. Ganz genau, ihr blüht dasselbe gaufige Fände wie diesen Flankenfinder. Komm, Leute, machen wir viel fertig. Okay. So,
Die haben ja aber nur echt nichts in der... Was für Waschlappen hier, du. Die haben aber echt nichts drauf gehabt. Gut, wo ist denn der... Boah, der hat sich verkrochen. Hola, Biest. Ihr habt mir mit diesem schrecklichen Bläsern, die mich bedrängt haben, kurzen Prozess gemacht. Danke. Aber wer seid ihr überhaupt? Und was macht ihr hier draußen? Du bist eine Erbauerin, sagst du? Und ihr baut den alten Bauernhof mit Gottesgewächs und allen drum und dran wieder auf? Und ihr sucht, wen der Erde reproduzieren kann? Ich hab gespürt, dass der große Baum zurück ist. Bin auf der Suche herumgeschlängelt und werd von der Geräte, die ihn gepflanzt hat, das nenne ich Schicksal. Ich bin ein Schlängler. Weißt du, wir sind ein uralter Stamm mit Kraft, Erde zu reinigen. Jedenfalls waren wir das. Jetzt gibt's nur noch mich. Haha, dieser eklige, schleimige Ding wird unseren Boden reinigen? Ich kann gar nicht abwarten, die Gesichter zu sehen, wenn wir mit einem riesigen Wurm zurückkommen. Ich heiße übrigens Wilfried. Und wenn wir zu eurem Bauernhof gehen könnten, bevor euch noch mehr Kinderhagons auftauchen, wäre das prächtig. Du, der kommt also mit. Also, ich hatte hier ja geguckt, hier wohnt nichts weiter, ne? Nö. Boss hat Schild, aber sonst sehe ich ja auch nichts. Warte, kann man nicht porten? Kann man nicht porten? Da ist noch ein Rätsel, ne? Sehe ich gerade. Warte mal, ich spring mal kurz hier hin und dann runter, dann müsste ich da zum Rätsel kommen. Wenn das eins ist, wenn ich mich nicht täusche. Oh, warte mal, welche Richtung wohnt jetzt das Rätsel? Na? Hier runter. Also genau in diese Richtung. Genau in diese Richtung. So, den gucken wir mal. Ist das hier unten? Ist hier unten? Alles klar. Ja, kein Wunder, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Wer kommt denn auf die Idee, die Rätsel da unten? Da kommt doch kein... Echt jetzt? Auf die Idee kommt doch kein Mensch. Also die Rätsel sind nur wirklich nicht schwer, ne? Einfach die Erdblock da rein. Also wirklich, ich hoffe wirklich, dass noch etwas kniffligere Rätsel kommen. Das wäre sehr, sehr schön. So, holen wir uns die Mini-Medaille ab. Sehr schön. Das wäre Rätsel Nummer 3. Und den porten wir uns erstmal hier zum Bauernhof. Den mal gucken, ob er uns schöne Erde machen kann. Oh ja, das ist ja ein bannig schöner Bauernhof, den ihr hier habt. Es ist zwar noch klein, aber die Grundlage stimmt. Ein Feld, Nutzpflanzen, sogar das Gottesgewächs. Donnerlütchen, das ist ja ein Monster. Drangalasierende Drakos, du hast recht. Wir werden von einem scheußlichen Schlängler angegriffen. Steht nicht nur rum, Malros. Verprügel ihn, bis er um sein Leben bettelt. Das wird nicht nötig sein. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Schlängler ein Nachkomme des Stamms, der die Erde auf Grünfeld über Generationen sauber gehalten hat. Was? Hör mir zu, Schlängler. Von heute an wirst du uns helfen, neue Felder zu bestellen. Wenn dir das nicht gelingt, dann besteht kein Grund für uns, dich am Leben zu lassen. Ihr versucht mich einzuschüchtern, was? Es klappt auch. Abgemacht. Es klappt auch. Keine Sorge, Wurmgesicht. Wenn der Kerl irgendwas versucht, schlag ich ihn zu Brei. Danke vielmals. Gut, dass ich hier bin. Und hilft Hadi dabei, das Gottesgewächs wieder aufblühen zu lassen. Ich würde mich mehr freuen, wenn ich euch mit eurer Erde helfen könnte. Wenn es was gibt, was ich gut kann, dann ist es direkt zu beseitigen. Der Schlängler schließt sich dem Team von Tadi an. Puff. Gut, gut. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Weiter so, Tadi. Es ist ziemlich cool, dass jetzt ein Schlängler zu uns gehört. Und jetzt können wir voll die Erde kriegen, die wir brauchen.
Eigentlich witzig, wie gern uns dieser schleimige Einfallspinsel helfen wollte, was, Taddy? Irgendwas an dir scheint Monstern echt zu gefallen. Unsere Gebete wurden erhört, unser Erdproblem ist gelöst, und zwar dank Bibi. Ach was, ich hab doch nur von einem Gerücht erzählt. Taddy hat die Arbeit erledigt und Hut ab vor Wilfried, dass er alles stehen und liegen gelassen hat, um uns hier zu helfen. Niemand weiß warum, aber hier auf Grünfeld waren die Schlängler, die Wichte und die Ratten uns Menschen immer wohlgesonnen. Hey, wenn du auf deinen Reisen rumfragst, findest du vielleicht raus. Okay. Gut, und ich soll jetzt mach was... Ah, auf Gott sorgen. Wir Schlängler sind auf Grünfeld seit Ewigkeiten die Hüter des Bodens. Unsere Aufgabe war es immer, die Erde in einem guten Zustand zu halten. Und jetzt, da ich die Kinder Harons los bin, kann ich wieder anfangen. Ich will sehen, was dieser Ort wieder von Leben erfüllt wird. Grün vom Strand bis zur höchsten Klippe soll er sein. Ich sollte wohl anfangen, diesen grausigen Schleim in saubere Erde zu verwandeln, was? Oh ja, bitte Wilfried. Du ahnst ja gar nicht, wie lange ich drauf gewartet habe. Ich freue mich so drauf, dir beim Säubern der Erde zuzusehen. Dann mal los. Aber woher soll ich wissen, welche Stellen ich reinigen soll? Verstehe, du willst Vogelscheuchen benutzen, um mir zu zeigen, wo die Felder hin sollen. Also zaubere ich uns um diesen Puppen herum saubere Erde? So. Also das heißt Vogelscheuche ausstellen und er macht den Bereich dann sauber. Klingt nach einem Plan. Ich leg direkt los. Was heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, was? Gut. Da ist er schon zugange. Klar, hier steht ja auch eine Vogelscheuche. Sehr schön. Ich würde ja ganz ehrlich gesagt Weizen und Kohl gerne trennen auf verschiedenen Feldern. Ich meine, die Grenze geht ja bis hier, ne? Also das hier ist... Das ist außen, ja. Au, oh, das heißt, ich müsste hier wieder ein bisschen Terraforming machen, um mir morgens an Edi. Warte mal, er ist ja eh gerade hier beschäftigt. Er war beschäftigt, wohlgemerkt. Vor allem, dass die Pflanzen noch stehen, ist komisch, ne? Aber gut. Bitte schön, Toddy, dieser stinkende Schlamm ist weg. Hier ist jetzt nichts als fruchtbare Erde für eure Felder. Heje! Unglaublich, schaut euch diese ganze gesunde Erde an. Danke, Wilfried. Schluck, ich bin so glücklich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel schöne Erde, weiche Erde gesehen. Seit die Vollspuren aufgetaucht sind, dachte ich, unsere Insel wäre verdammt. Bisher ist selbst das, was wir in sauberen Boden gepflanzt haben, verdorben. Was ist denn mit euch los? Jetzt weint ihr wegen ein bisschen Erde? Wir haben so lange jedes bisschen baubare Erde zusammengekratzt und jetzt haben wir mehr, als uns je erträumt haben. Ich glaube, so froh war ich noch nie. Schön, dass ich helfen konnte. Am liebsten würde ich überall, wo Taddy eine Vogelscheuche ausstellt, noch mehr Erde säubern. Gut gemacht, Taddy. Zufällig habe ich noch ein paar Samen, die ich für so einen Anlass gehamstert habe. Und jetzt haben wir genug Platz zum Einpflanzen. Toddy erhält 5 Exemplare von folgendem Kohlsamen. Mal wieder. 10 Exemplare von Weizensamen. Ja, ich brauche getrennte Felder. Definitiv. Du wartest jetzt. Ich muss hier ein bisschen umbauen. So, wie mache ich das am besten? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Ich würde hier außen rumgehen, die Häuser und das. Das hier drin würde ich gerne lassen. Aber eigentlich müsste... Oh Mann, das wird aber eine große Aktion, du. Das Ganze ein weiter runter, ne? Damit ich es wohl nach hier verschieben kann. Das Haus. Naja, gut, umbauen gehört halt dann wie ein Minecraft dazu, ne? Ich würde hier gerne so ein bisschen Weg lang lassen, ehrlich gesagt. Also hier denn so lang, das müsste gehen, oder? Hab hier denn quasi... Wieso lässt die immer die Hälfte stehen? So, dann holst du dich immer ein bisschen weg. So viel Zeug muss sein. Terraformi gehört halt auch dazu. Hier sollte wahrscheinlich auch ein Feld hin. Aber da bauen wir später extra Felder. Man kann es da, glaube ich, anpflanzen und anbauen, wie man möchte.
So, den kriegen wir nämlich auch wieder gehen noch, Edel. Jo, also Erde dürfte es hier definitiv genug geben. Das Feld da, wo sie gerade umpflücken muss, weg. Ich baue jetzt extra Felder. Ein Feld für Kohl und ein Feld für Weizen. Damit sieht es auch ordentlicher aus. So. Sag mal, wieso lässt die hier mal die Hälfte stehen? Das tut doch nicht Not. Ja, das wird ja alles so ein bisschen ordentlich gemacht mit Treppen und so weiter und so fort. Stück für Stück. Aber diejenigen unter euch, die Minecraft kennen, wissen, wenn es was ordentlich aussehen soll, muss man auch terraformen. Das geht nicht anders. Das kann natürlich so nicht bleiben, das ist klar. Gut, ich sammle erstmal die Erde. Ich muss das Stück für Stück machen. Ich kann ja jetzt nicht einfach durchs Feld durchruppen. Das geht auch nicht. Erstmal den ganzen Chrom hier einsammeln. Brauche ich ja alles noch. So. Sehr schön. Erde habe ich eigentlich jede Menge. Gut, dann brauche ich das auch nicht so hochstapeln, ehrlich gesagt. Das hier war die Außenkante, ne? Jo. Da kommt der Gute ja schon. Und hier müsste er wieder verschwinden, jo. Gut, dort heißt... hier einmal kurz zumachen. Dunkel in der Nacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Da kommt Geister. Das hast du mir schon mal gezeugt, mein Freund. Das ist gar nicht so einfach, das Ganze auf die richtige Ebene zu kriegen. Mal raus, lauf mir doch nicht immer den Weg, wenn ich am Bauen will. Nicht immer. So. So. Die Zäune würde ich ehrlich gesagt später, ich hoffe wirklich, dass ich sie irgendwann selbst herstellen kann, gerne um die Felder rum haben. Oh, das war hier die Außenkante. Den werde ich... Das war auch die Außenkante, ne? Hier einmal longziehen. Dip, 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 dip. Ich hoffe doch, dass ich doch im Laufe des Spiels noch ein bisschen Erde kriegen werde, ne? Sonst wird das hier ja nie was. So, ich mache erstmal bis hier. Gut. Eigentlich muss ich nur noch das hier vorne auffüllen. Wie gesagt, das da oben soll ja weg. Ich weiß bloß heute leider noch nicht, ich kann den Berg nicht komplett wegnehmen, wohl. Wegen der Wasserstelle, die konnte ich ja nicht abreißen. Die Blöcke gehen hier, glaube ich, auch gar nicht kaputt. Oder? Müsste ich mal gucken. Nein, dachte ich mir. Das heißt, ich werde hier wohl so eine Ecke rumbauen mit Berg. Das ist so aus, als wenn es um Berg rumgeht und ich habe hier den Baufläche. Das muss ich aber jetzt Stück für Stück machen. Dann heißt, erstmal ziehe ich hier jetzt gerade lang. Füll dort hier auf, der Rest wird dann eine ordentliche, natürliche Ecke. Na, aber nicht doppelt, mein Freund. Nicht doppelt. Ich hoffe, ihre Erde reicht jetzt noch, um das hier aufzufüllen. So. Ah, ich glaube ja. Sehr schön, damit ich hier anständige Felder hinkriege. Geht ja nicht anders. So. Gut, hier muss ich ja sowieso noch rennen, ne? Aber gut, das mache ich später. Vielleicht baue ich ja auch noch einen See rein oder sowas. Und dann müsste rein theoretisch... Ich müsste das hier auch einmal abernten. Bevor ich mich neu anpflanze. So, die kann man raushauen, ne? Ja, sehr schön. Gut, dann kriege ich zumindest meine Samen wieder. So, Wülfühlen, hör mal auf, hier auf dem Feld rumzuspielen. Ich hab keine Zeug mehr. Ich muss hier arbeiten. Junge, Junge, Junge. Ich will doch meine Samen wieder haben. Wülfried, aus dem Weg. So, Vogelscheuche kommen auf den Weg. So, ist nichts mehr mit Fels. Sehr schön. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich doch so ein bisschen mache. Das ist echt doof mit dem Ding da, aber gut. Ich werde dafür schon später eine Treppe hochbauen oder sowas, dass sie da rankommen. Und Treppen können wir bauen, habe ich schon gesehen. Acker-Ede, Acker-Ede. Ist noch eine extra Erde, okay.
Ja, und dann werde ich hier so ein bisschen den Berg hier so ein bisschen um die Ecke bauen. Hier so ein bisschen. Es ist ja eigentlich, kann der ja auch schon fast so Berg bleiben, ne? Hier vielleicht noch ein bisschen abrunden. Warte mal. Guck mal, so kann das ja schon bleiben. Was bist du denn? Bist du denn vor allem? Ich glaube, ich sollte mich mal hinlegen, ne? So. Das Ding hält ja gut was aus. Damit hier anständige Felder hin können. So geht das natürlich nicht. Dip, 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 dip. Sehr schön. Jetzt regnet es auch noch. Gut, aber erstmal, ich glaube, das kann so bleiben. Ja. Hier ist ja die Grenze, die untere Seite. Das passt. Das Stück hier muss jeweils weg. Nach und nach werden wir uns das denn hier alles schön machen. Mit Deko und alles, was dazugehört. Du gehst mal auf den Keks, du Wurm. Ich muss hier arbeiten. Ja, die Ackererde ist eine andere Erde. Ja, vor allem, er macht das bis unten durch, wie es aussieht. So, das muss hier erstmal weg. Gut, aber Erde brauche ich. So oder so. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt vom Spiel her so gedacht ist, dass man hier alles komplett umbauen soll. Man sollte bestimmt diese Ruinen, die hier standen, einfach nur wieder reparieren. Aber man will es ja auch schön haben, oder? Also daher... Was ist schlimm hier? So, Adamor, hier, das müsste ordentlich stehen bleiben, ne? Ne, das Stück dürfte nicht stehen bleiben. Warte mal, mal gucken, wie ich das hier mache am besten, ne? Oh, Adamor. Ja, Bibi, ich weiß, dass du die Quest hast, Orbe. Terraforming muss aus sein. Sonst sieht das doch noch nichts aus. Wir machen ja auch die Story, Leute, aber es soll ja auch gut aussehen. So. Sehr schön. So, ich will hier ordentlich nur zwei Felder hinhaben. Bisschen Erde hab ich wieder. Sehr schön. Ist schon mal aufgefallen, innerhalb des Dorfes hilft mal was nicht mit. Nur draußen. Okay. Sehr schön. Ja gut, am Ding. Klotz, hier kümmere ich mich später. Guck mal, da haben wir hier eine schöne Fläche. Das hier muss natürlich noch so ein bisschen angepasst werden. Ehrlich gesagt, würde ich dort hier gerne so ein bisschen abschrägen. Jetzt geht es hier so ein bisschen besser um die Ecke, ne? So, warte mal. Der denn dorthin. Das da drin wird nicht aufgefüllt. Guck mal, sieht es ein bisschen besser aus. Hier kann man dann so Treppen hochbauen. Passt, hier kann man den Weg vorbeibauen. Ah, das Stück stört mich ja schon, ne? Oh, da kommen garantiert noch mehr Gebäude. Das heißt, ich brauche Platz. Jede Menge. Und hier drin, ich weiß zwar nicht, wozu der Graben hier gut ist, aber ehrlich gesagt würde ich hier drin später gerne, wenn es irgendwie möglich ist, Wasser zu beschaffen. Ich würde hier gerne Wasser haben später drin. So, jetzt aber erstmal um die Felder kümmern. Ich brauche noch eine Vogelscheuche. Moment. Vogelscheuche, Vogelscheuche. So. Wieso habe ich jetzt... Naja, eine hatte ich ja noch, habe ich vergessen. So, und was willst du? Wir haben jetzt so viel mehr saubere Erde, Daddy. Das Feld riecht jetzt schon nach angenehmer. So gesund und erdrig und nicht mehr verfault. Ich dachte, dass du als Erbauerin und ich als die beste Landwirtin Grünfels schon das perfekte Duo wären. Aber mit Wildfried sind wir jetzt das perfekte Trio. Jetzt können wir so viele Felder anlegen, wie wir wollen. Aber das wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir keine Samen zum Einpflanzen haben. Bibi hat mir von den Ruinen eines Bauernhofs erzählt, die irgendwo im Nordwesten auf der anderen Seite der Berge liegen. Klingt nach einem perfekten Ort, um mehr Samen zu finden, oder? Ich markiere ihn dir auf deiner Karte. Dann kannst du dorthin gehen und schauen, was du findest. Jo, aber jetzt machen wir erstmal hier die Felder. So. Guck mal, die äußere Kante ist das. Das heißt, jetzt muss ich mal was gucken. Ja, man sieht es. Ich will es nicht direkt an die Kante haben. Gesorgt, ich will da so eine Art Zaun rumhaben.
Ja, und dann dürften sie nachher auch nicht mehr hochkommen. Hier ist natürlich blöd, die Felder sollen symmetrisch. Und direkt daran ist natürlich auch doof. Da soll ja noch so eine Treppe hin. Warte mal. Ein bisschen. Ich hätte ja gerne so einen Zweierweg. Hier passt. Ja, ich glaube, das ist ein Zweier. Das ist ein Zweierweg, ja. Hier müsste die erste Vogelscheuche hin. Genau. Und hier neben sollte denn ordentlich die zweite, wenn es denn passt. Dazu müsste ich aber zumindest einmal kurz das hier auffüllen. Sonst wieder nichts. Das bisschen Erde, was ich habe, da rollstecke. Inzwischen kann er sich da um das Feld kümmern. Na, naja, muss eh hin. Da muss eh hin. Sehr schön. Er müsste ja eigentlich da jetzt alles zu ordentlicher Erde machen. So, das haben wir ja schnell aufgefüllt hier. Ich meine, so viel Erde haben wir ja auch nicht. Aber was muss, das muss. So. Ah, wenn man erstmal die Steuerung raus hat, geht das. Dann geht das. So, zumindest mache ich hier vorne jetzt erstmal wegen dem Feld. Bis hierhin, würde ich sagen. Den Rest kann man später auffüllen. Ah, dort, der ist schon zu viel. So. Einfach die, oh, auf der PlayStation ist das, glaube ich, hier. Na, die L-Taste, die hintere. Ich glaube, L2 ist es auf der PlayStation. Bei mir ist das ZL. Die drückt holen, den kann man ohne Probleme bauen. So. Jo, die sind schon fleißig dabei. Die zweite Vogelscheuche hätte ich denn gerne... Na, Post hat überhaupt direkt hier neben ist Mist. Wollte eigentlich dann einen Weg zwischen haben. Aber gut, naja, zumindest ein Feld zwischen wegen Zaun. Oh, passt aber gerade ebenso, ne? Gerade ebenso. Echt, gerade eben. Gut, dann habe ich jetzt auch eine Vogelscheuche zu viel. Wie machen wir denn später? Oh, Weizen, aber erstmal rein. Die Samen brauche ich gleich noch. Anpflanzen tun die Guten ja nicht. Das muss ich selber machen. Entschuldigung. Dann wird das hier erstmal das Kuhlfeld. So, die kommen ja hinterher, die Bäume, die Leute. Hauen wir erstmal alles rauf, was wir haben. So. Und das hier soll denn das Weizenfeld werden. Das muss ja auch erstmal fertig werden. Aber ich werde hier noch ein bisschen umbauen müssen, wenn hier ein Zaun rum soll. Aber so langsam, Stück für Stück, wird das doch. Gut, ich glaube, ich warte erstmal ab, bis sie das hier fertig gehackt hat. Und wir hören uns denn morgen wieder. Da kümmern wir uns denn mal um die nächsten Samen, aber vorher machen wir die Felder fertig. Damit wir hier mal anständig an Felder kommen, sonst werden wir hier nämlich nie weiterkommen. Ich bedanke mich. Bis morgen.